der ganzen Welt betreten starke Frauen die Bühnen der Macht. Und das ist gut so. Aber taugen sie auch als Vorbilder? Und wo stehe ich selbst als Frau? Wenn wir nach innen schauen, finden wir mächtige Frauen in uns. Sie geben uns Kraft und Orientierung im Leben. Und sie hüten die Schätze unseres Frauseins. Ich bin Vita Wittemann. Willkommen zu meiner Videoreihe Die Rückkehr der Königin. Es dauerte eine Weile, bis ich akzeptieren konnte, dass Rächerinnen lustvoll quälen, sich am Leid der anderen erfreuen und mutwillig zerstören. Erst als ich verstand, warum sie ihre Rache so nötig haben, konnte ich sie darin annehmen. Wie intelligent Rachefrauen ihre Rachespiele inszenieren und gleichzeitig tarnen, gehört für mich bis heute zu den eindrucksvollsten Studien weiblicher Überlebenskunst. Wie sich Rache im Alltag zeigt und warum es so schwer ist, sie zu durchschauen, davon handelt Teil 10 meiner Videoreihe, der heißt Lustvolle Genugtuung. Rachefrauen können es nicht gut sein lassen. Nicht mal dann, wenn es gut ist. Sie brauchen ihre Rache wie eine Droge. Jeder gelungene Racheakt löst einen Siegesrausch aus. Aber nach kurzer Zeit sind sie wieder auf Entzug. Dann müssen sie erneut losziehen, um sich den nächsten Kick zu holen. So fahren Rächerinnen heimlich ihre Attacken gegen die Männer und den ganzen guten Rest der Welt. Also auch gegen engagierte Frauen, unschuldige Kinder, sinnvolle Projekte. Seit geraumer Zeit haben sich Rachefrauen neue Spielwiesen erschlossen. Selbsterfahrungsseminare. Hier finden Sie die besten Angebote überhaupt, um sich Gutes zu holen. Das verleiben Sie sich genüsslich ein, ohne selbst etwas Substanzielles von sich zu geben. Auf dem Seminarspeiseplan stehen wahre Gefühle, essenzhafte Erlebnisse, echte Begegnungen, Intimität und Nähe. Dazu noch aktuelles Wissen über die Psyche des Menschen, therapeutische Methoden und wissenschaftliche Erkenntnisse. Damit lassen sich Ihre Tricks und Tarnstrategien immer auf den neuesten Stand bringen. In vielen Selbsterfahrungsseminaren werden Sie zudem eingeladen, Ihre Negativität zu zeigen. Darauf haben Sie nur gewartet. Endlich können Sie mit Berechtigung loslegen und mal so richtig austeilen. Dafür werden Sie dann auch noch bewundert. Besser geht's nicht. Klammheimlich lachen Sie sich schief, wie dumm alle sind. Und dass keiner bemerkt, dass Sie nichts und niemanden ernst nehmen und mit allem und allen nur spielen. Der Wunsch nach Entwicklung und Klärung ist bloß vorgeschoben. Sie werden alles dafür tun, dass es sich nie erfüllt. Denn dann wären Seminarbesuche nicht mehr nötig. Stattdessen ginge es darum, das eigene Leben zu gestalten. Aber dann besteht die Gefahr, dass auch andere etwas Gutes davon haben. So weit soll es niemals kommen. Denn Gutes gibt es nicht mehr in der Rächerinnenwelt. Und Gutes soll es auch nie wieder geben. Das haben sie sich geschworen. Tagtäglich laufen heimliche Racheaktionen zwischen Menschen ab. Das ist so normal, dass die meisten es nicht bemerken. Oder sie sind schon so mürbe davon, um überhaupt noch darauf zu reagieren. Dann heißt es, so sind die Menschen nun mal. Sie sind beides gut und schlecht. Das ist unsere menschliche Art. So müssen wir uns nehmen. Und damit hat sich die Sache. Der Vorteil dieser Einstellung ist,
dann kann man getrost auch selbst so unausgegoren sein wie alle anderen. Schließlich ist jeder irgendwie schräg unterwegs und manche sind eben sogar bösartig. Die heißt es zu vermeiden, so gut es geht. Außerdem weiß man aus Erfahrung, dass alles nur noch schlimmer wird, wenn man sich Leuten in den Weg stellt und sie auf ihre negative Art aufmerksam macht. Es ist besser, sich auf das Gute zu konzentrieren und die Sonnenseiten zu betonen. Ein ressourcenorientierter Umgang verspricht mehr Erfolg im täglichen Miteinander. Das sagen auch viele Teamentwickler und Konfliktmanager. Und die müssen es schließlich wissen. Ich hatte viele Lehrmeisterinnen in meinem Studium der dunklen Seite der weiblichen Macht. Auch eine Kollegin von mir gehörte dazu. Ja, Rachefrauen gibt es auch in Therapeutinnen. Sie lud mich ein, Individualsystemik in ihrem Arbeitsfeld bekannt zu machen. Dafür hatten wir 2 Seminare angesetzt, die nach kurzer Zeit ausgebucht waren. Ich reiste einige Tage vorher an, damit wir uns einstimmen und letzte Kleinigkeiten erledigen konnten. Außerdem wollten wir unsere Beziehung pflegen und es uns zusammen gut gehen lassen. Dafür hatte ich Konzertkarten organisiert und einen Tisch in einem kleinen, feinen Restaurant bestellt. Doch genau das war der Fehler. Das war zu viel des Guten. Leider wusste ich das damals noch nicht. Als ich nach einem langen Reisetag spätabends bei ihr ankam, begrüßte sie mich mit den Worten: "Wie schön, dass du da bist. Sicher hast du Hunger. Ich habe für uns ein Abendessen vorbereitet." Seltsam. Sie hatte keinen Tisch gedeckt und auch sonst war in ihrer Küche nichts von einem vorbereiteten Essen zu sehen. Stattdessen öffnete sie den Kühlschrank, um mir einen Kürbis zu präsentieren. "Ich habe Kürbis gekauft. Ich könnte für uns eine Kürbissuppe kochen, die magst du doch gerne", flötete sie mir in einer seltsamen Geschäftigkeit zu. "Ja, ich mag Kürbissuppe", damit hatte sie recht. Bei unserem letzten Arbeitstreffen bei mir zu Hause hatten wir eine gegessen. Die hatte ich bereits am Vormittag gekocht und musste sie nur noch aufwärmen. Meine Kollegin wusste auch, dass ich ungern spät abends esse. Wenn sie jetzt erst die Suppe zubereiten wollte, würde sie mir mit diesem Mitternachtsmahl keinen Gefallen tun. Ihr Vorschlag irritierte mich deswegen. Ich lehnte dankend ab und fragte, was sie sonst noch im Kühlschrank befand. Unser Abendessen bestand dann aus Brot, Brotaufstrich, Käse und Oliven. Auch lecker, aber doch etwas ganz anderes als ein vorbereitetes Essen für einen Gast. Immerhin hatten wir dadurch Zeit, um uns in Ruhe über die letzten unerledigten Dinge auszutauschen und die gemeinsamen Tage zu planen. Das führte zur nächsten Überraschung. Sämtliche Organisationsaufgaben, die wir Wochen zuvor besprochen hatten, waren aus unerklärlichen Gründen noch nicht erledigt. Es gab noch keine Adresslisten und Teilnahmebestätigungen. Die Infomails mit der Wegbeschreibung und den genauen Seminarzeiten waren noch nicht versandt. Arbeitsskripten noch nicht kopiert. Schreibunterlagen und Malutensilien noch nicht besorgt. Der Termin für Licht- und Soundchecks noch nicht organisiert. Das Catering erst vage besprochen. Außerdem hing die Flipchart irgendwo fest. Wo genau, war nicht ganz klar. Selbstverständlich wollte sich meine Kollegin
umgehend um alles kümmern und am besten gleich noch jetzt am späten Abend damit beginnen. Auf die Fragen, warum sie die letzten Wochen nichts getan hatte und warum sie mir erst Tage zuvor am Telefon beteuerte, dass alles in bester Ordnung ist und die Vorbereitungen mehr oder weniger abgeschlossen sind, bekam ich keine Antworten. Ihrer Meinung nach war aber noch genügend Zeit für alles. Immerhin noch 3 Tage bis zum Seminarbeginn. Keine Rede mehr davon, dass wir noch andere Pläne für diese Zeit hatten. Damit war die Überraschungsparty aber noch nicht zu Ende. Als nächstes zeigte sie mir das Gästezimmer, das sie für mich vorbereitet hatte. Dabei betonte sie die ruhige Lage nach hinten zum Hof. Sie wusste, dass ich Ruhe schätze. Komisch, ich hatte das Gästezimmer in ganz anderer Erinnerung. Bei meinem letzten Aufenthalt hatte sie mir zum ersten Mal ihre Wohnung gezeigt. Damals bot sie mir an, dass ich während unserer Seminare in ihrem Gästezimmer wohnen könnte. Aber eigenartig, das Zimmer, an das ich mich erinnerte, war genau das Zimmer, in dem sie jetzt ihr Schlafzimmer hatte. Ich war verwirrt. Hatte ich es mir falsch eingeprägt? Ich fragte also nach. Jetzt gestand sie mir, dass sie mich in ihr privates Schlafzimmer einquartiert hatte, während sie im Gästezimmer schlief, und betonte noch einmal ausdrücklich, dass sie mir das bessere Zimmer zur Verfügung stellen wollte. Schließlich hatte ich 2 Seminare zu leiten und das sei ja doch sehr anstrengend. Meine Irritation steigerte sich in Unmut. Wenn sie sich schon so um mich sorgte, warum hatte sie mich nicht einbezogen und mit mir darüber gesprochen? Eigentlich müsste sie wissen, dass es mir nicht angenehm sein würde, in ihrem privaten Schlafzimmer zu nächtigen. Langsam dämmerte mir, dass mich gerade jemand ziemlich gemein tanzen ließ. Das machte mich fassungslos, enttäuscht und wütend. Aber was sollte ich jetzt tun? Sollte ich A. sofort meine Rückfahrt antreten und sie samt dem Seminar sich selbst überlassen? Eine naheliegende Lösung, zu der ich große Lust verspürte. Nur hätten das auch unsere Teilnehmer ausbaden müssen. Außerdem hätte es ein seltsames Licht auf mich und unsere Arbeit geworfen, 2 Seminare so kurzfristig abzusagen. Und überhaupt, wie sollte ich das begründen? B. Sollte ich gute Miene zu blödem Spiel machen, meine Ärmel hochkrempeln und ihre Lücken füllen? Sollte ich ihre eigenartigen Bemühungen um mein Wohlergehen als gut gemeinten, aber leider misslungenen Versuch gelten lassen? Die Zimmer könnten wir ja leicht wieder tauschen. Beides fühlte sich nicht richtig an, sondern nur beschämend. Ich wählte eine 3. Variante. Ich legte ihr eine neue Arbeitsliste auf den Tisch, buchte ein Hotel in der Nähe des Veranstaltungsortes und verabredete mich mit ihr im Seminarraum für genau 2 Stunden vor Seminarbeginn. Dann überließ ich sie und mich unserem Schicksal. Die Seminare verliefen wunderbar, trotz unserer ungeklärten Beziehung. Aber es war extrem anstrengend, in diesem passiv-aggressiven Klima zu arbeiten und nie genau zu wissen, ob ich mich auf meine Kollegin verlassen kann oder ob sie neue Ungereimtheiten produzieren würde, die ich dann klären muss. Die meisten Rächerinnen, die ich kennengelernt habe, hatten ein untrügliches Gespür dafür, was sie Menschen zumuten können und was nicht. Sie wussten sehr genau, wann sie Grenzen überschreiten.
Der Reiz, das zu tun, war für viele einfach zu verlockend. Grenzüberschreitungen intensivieren den Rachetanz. Sie heben ihn auf ein existenzielles Niveau. Spätestens dann müssen sich die Opfer zur Wehr setzen. Normalerweise werden sie wütend im Versuch, ihre Würde zu verteidigen. Das sind Gourmetzeiten für Rächerinnen. Wie Vampire trinken sie die freigesetzte Lebensenergie ihrer Mitmenschen. Selbst aber geben sie nichts von ihrem guten, prallen Lebenssaft. Gleichzeitig beweisen sie sich jedes Mal aufs Neue, dass die Menschen böse sind. Schließlich wüten die anderen und nicht sie. Sie selbst spielen auf unwissend, harmlos, unschuldig. Sie haben keine Ahnung, was der andere hat, warum er ausflippt und überhaupt, wie ihnen geschieht. Oh je, sie sind die armen, bedauernswerten Opfer der überzogenen Reaktionen ihrer leider zu empfindsamen Mitmenschen, die einfach zu wenig Toleranz haben für kleine Fehler. Natürlich würde das zerstörerische Rachespiel früher oder später auffliegen. Wer lässt sich schon auf Dauer schlecht behandeln und zum Idioten machen? Deswegen weben Rächerinnen regelmäßig etwas Gutes in ihr giftiges Spiel. Dafür schicken sie innere Personen ins Feld, die sich an der Oberfläche der Innenwelt befinden. Die müssen dann Scherben wegräumen, Projekte retten, Beziehungen kitten, Verwundete versorgen, Liebeswünsche erfüllen. Völlig unerwartet werden dann im Job Absprachen eingehalten, Projekte zur rechten Zeit fertig, inspirierende Ideen in die Runde geworfen. Geht doch alles. Freunde werden höflich und zuvorkommend behandelt, gelobt, bewundert, mit Komplimenten überhäuft und mit erstaunlich geschmackvollen Geschenken bedacht. Toll! In Liebesbeziehungen werden Dinge möglich, die sonst ein Streitthema sind. Zum Beispiel ausgefallene Sexspiele, Kinderwunsch, Ferienplanung, Weihnachten bei den Schwiegereltern, Putzdienste, Steuererklärungen, klimafreundliche Lebensweise. Alles kein Problem. Bei genauerer Betrachtung ist die Sache aber etwas anders zu bewerten. Es bedeutet, dass andere Innenweltbewohner losgeschickt werden, um die Wogen zu glätten. So werden Unschuldige als lebendige Schutzwelle missbraucht, hinter denen die Rächerinnen in Deckung gehen. Will man auf ihre gemeinen Aktionen machtvoll antworten, hat man es plötzlich mit engagierten Frauen zu tun, mit bedürftigen Kindern oder den süßesten, zartesten, empfindsamsten Wesen. Das ist entwaffnend. Wer ist schon so unmenschlich und schießt mit scharfer Munition auf diese unschuldigen Kreaturen? Diese Wiedergutmachungsaktionen gehören zum klassischen Repertoire des Rachespiels. Sie dauern immer nur so lange, bis sichergestellt ist, dass die Beute wieder fest am Haken hängt. Dann hört die menschenfreundliche Phase schlagartig auf. Gutes wird dann nur noch in homöopathischer Dosis verabreicht, in einer angetäuschten Form von Versprechungen, die sich nie erfüllen. Bemühungen, die leider doch nicht fruchten, vielversprechenden Zukunftsvisionen, die wie ein Regenbogen am Himmel aufleuchten. Versucht man sich ihnen anzunähern, verschieben sie sich in weite Ferne, bis sie im Alltagsgrauen irgendwie dann ganz verblassen. All das dient nur zur guten Erinnerung und um die Hoffnung zu schüren, dass es bald wieder mehr von dem köstlichen, ernst gemeinten Miteinander gibt.
Es ist nur eine Strategie, um andere im Spiel zu halten. Denn eines brauchen Rächerinnen, damit ihre Rache funktioniert: Mitspieler und Mitspielerinnen. Das geben sie natürlich nicht zu, ganz im Gegenteil. Sie tun so, als hätten sie nichts und niemanden mehr nötig. Wie oft habe ich von Rachefrauen zu hören bekommen: Wieso? Ich halte hier niemanden fest. Wenn die Menschen mit mir zu tun haben wollen, sind sie selber schuld. Oder wenn Menschen so naiv sind und immer noch an das Gute glauben, kann ich auch nichts dafür. Sie sollen froh sein, dass ich sie eines Besseren belehre. Ich werde diesen scheinheiligen Gutmenschen zeigen, wie es hier läuft. Ich werde ihnen die Masken vom Gesicht ziehen. Sie sind nicht besser als ich. Dir werde ich deine freundliche Art auch noch austreiben. Ich werde dir beweisen, dass Bewusstseinsentwicklung nichts bringt. Ich werde dir zeigen, dass die Menschen böse sind und sich nicht entwickeln können. Irgendwann wird dir die Luft ausgehen. Dann habe ich dich besiegt. Darum geht es, Rächerinnen, zu gewinnen und sich dadurch überlegen zu fühlen. Sie wollen beweisen, dass es keine guten Menschen gibt und dass es nichts Gutes gibt auf der Welt. Rächerinnen halten sich nur noch an die dunkle Wahrheit des Lebens, daran, dass die Menschen gnadenlos sind und das Leben grausam. Damit haben sie sogar auch recht, denn so sind wir Menschen leider auch. Rächerinnen sind selbst der beste Beweis dafür. Und sie sind der Beweis dafür, dass es Gründe gibt, warum Menschen bösartig werden. Dass sie so geworden sind, hat mit ihren Erfahrungen von Ohnmacht zu tun, die sie nicht verarbeitet haben. Rächerinnen sind stolze Frauen, die ihre Machtlosigkeit und ihr Scheitern nicht akzeptieren können. Sie waren einmal frei und selbstbestimmt und wurden unfrei und hilflos. Das ist demütigend, das ist entwürdigend, das ist beschämend. Sie wollen sich nicht eingestehen, dass sie sich trotz ihres starken freien Willens nicht wehren konnten. Vor allem aber wollen sie sich nicht mehr daran erinnern, dass es eine Zeit gab, in der ihnen etwas am Herzen lag. Rächerinnen wollen nie wieder lieben. Liebe öffnet und macht verwundbar. Rache verschließt, macht unberührbar und damit unverwundbar. Rache ist ihre Lösung, ihre Liebe zu verteidigen. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen tapferen Klientinnen und Schülerinnen bedanken, die den Mut hatten, mit mir diese zerstörerische weibliche Realität auszuloten. Ohne ihr ausdauerndes Forschen wären wir den Rachefrauen nie auf die Spur gekommen. Ohne ihre Wahrheitsliebe wäre es uns nicht gelungen, Licht in die dunkle Seite der weiblichen Macht zu bringen. Wie soll man nun mit diesen absoluten Neinsagerinnen umgehen? Muss man sie so akzeptieren und sich mit ihnen arrangieren? Oder gibt es eine andere Lösung? Ja, die gibt es. Sie braucht viel Aufmerksamkeit und Geduld, denn sie erfordert eine ehrliche und konsequente Auseinandersetzung mit diesen mächtig bösen Innenweltbewohnerinnen. Wie die Verwandlung einer negativen Matriarchin vor sich gehen kann, zeigt uns die nächste Begegnung mit meiner Klientin Lisa im 11. Teil meiner Videoreihe, der heißt Ja zum Nein. Ich freue mich, wenn du dabei bist.